Der 1953 in Graz geborene Klaus Zeiringer studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie. Aber was hat das alles mit Fußball zu tun? Sehr viel sogar, meint der Autor eines Bestsellers. Fußball hat jeher die Menschen beflügelt, indem dieser Sport Stammtisch und intellektuellen Diskurs verbindet, war ja immer mehr als die Jagd nach einem Ball. Hier wird die Geschichte als Kulturgeschichte erzählt. Man kann die Kulturgeschichte des Fußballs erzählen, das heißt Fußball als Kulturphänomen der Moderne, von 1863 an, als in England die Football Association gegründet wurde, bis heute. Und man kann festhalten, wie Fußball mit Kultur, mit Wirtschaft, mit Politik, also insgesamt mit Gesellschaft zusammenhängt. Man kann erzählen, wie sich der Fußball vom Elitären zum Populären entwickelt hat. Man kann die Massenphänomene der 20er, 30er Jahre erzählen. Man kann erzählen, wie Diktaturen den Fußball verwendet haben, warum die Brasilianer so spielen, wie sie spielen, warum die Argentinier anders spielen, wie der Jugoslawienkrieg im Stadion begonnen hat Anfang der 90er Jahre und warum in der heutigen Gesellschaft, die eine finanzkapitalistische Gesellschaft ist, der Fußball entsprechend Geld bewegt. Ist auch eine Weltanschauung zum Teil, wenn man denkt, dass England, dass das Mutterland des Fußballs, dann plötzlich von Ungarn eine empfindliche Niederlage einstecken musste, ist eine Welt für die zusammengebrochen. Ja, natürlich. Die Engländer haben ihre Splendid Isolation aufgeben müssen. Die haben das ja die längste Zeit so gemacht, dass sie Mannschaften vom Kontinent meist Anfang Dezember eingeladen haben, wo sie selbst in bester Form waren und die Mannschaften vom Kontinent müde, außerdem dieses Klima nicht gewohnt waren. Und so haben sie eben, bis die Ungarn sie besiegt haben, 1953 die Unbesiegbarkeit zu Hause erhalten. Aber sie mussten dann einsehen, dass andere inzwischen schon besser Fußball spielten als sie selber. Wenn Sie gefragt werden, was sagen Sie zum österreichischen Fußball, welche Antwort geben Sie da? Der wird immer besser. Und wir haben jetzt eine Nationalmannschaft, die tatsächlich eine Etappe zusätzlich geschafft hat und auf ein Niveau gekommen ist, sodass man sagen kann, sie werden mit Recht bei der Europameisterschaft dabei sein. Problematisch ist natürlich die österreichische Bundesliga, wo die Konkurrenz einfach zu schwach ist. Und das ist ja auch das Problem der Nationalmannschaft. Der bekannte Autor und Regisseur Daniel Kehlmann meint, ich kann nicht Fußball spielen und interessiere mich nicht. Aber diese Kulturgeschichte macht mich neugierig. Viele meinen, dass dieser Sport die Grenzen des rein Sportlichen schon längst überschritten hat. Klaus Zeiringer, Literat und Autor zum Thema: Von den Anfängen in der Aristokratie bis zum weltweiten Massenphänomen reicht der Bogen.